Hey Andreas, servus, grüß dich. Du, das ist hier ein schickes Mobil, wo ich nämlich da sitzen darf. Das ist quasi dein Podcast-Mobil, mit dem wir eine Rodetour machen können und im Moment unterwegs sind. Erzähl doch mal ein bisschen, was du hier in dem Auto hast und wie du das einsetzt. Also fangen wir ruhig hinten an. Ja. Wir touren damit durch Deutschland und produzieren damit Podcast, mittlerweile aber auch Videocast. Wie du siehst, haben wir hier jetzt auch 4 Kameras verbaut. Wir arbeiten hier mit dieser 360-Grad-Kamera, weil ich die halt für so eine Car-Produktion, genau damit, wo wir jetzt auch aufnehmen, für so eine Autoproduktion, das eigentlich ein ganz nettes Gimmick finden. Krass. Du kannst halt dann halt alle 4 Plätze sehen. Auf einigen Social-Media-Plattformen natürlich auch dementsprechend so ausspielen. Das heißt, Facebook zum Beispiel kann halt genauso wie YouTube 360-Grad-Videos zeigen. Und dann hat der Betrachter, der Zuschauer die Möglichkeit, das auch selber noch zu steuern und sich mal im Auto umzudrehen während des Talks. Die 4 Kameras laufen halt über ein Videomischpult auf dem Beifahrersitz zusammen. Das heißt, da kann man halt auch entweder crossmedial einen Videocast zum Podcast begleitend aufnehmen, aber auch Content Creator dazu einladen, hier aus dem Auto live zu streamen, ne, auf YouTube oder was da gerade so benötigt wird. Und ja, ansonsten haben wir hier viel Rode, wie du siehst. Podmix. Ja. Genau, die Podmix haben wir eingesetzt, weil die auch in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis liegen, hier für das Auto völlig ausreichend sind. Wir haben hier die neuen PS1 integriert. Dann haben wir den Rodecaster Pro 2. Ja, das ist das neue Flaggschiff, sage ich jetzt mal, aus dem Hause Rode installiert, weil wir das auch wirklich nochmal von den Neuerungen her so ideal fanden für die Produktion, die wir mit dem Auto machen. Ne? Du hast ja 2 USB-Anschlüsse, die du einsetzen kannst. Das heißt, wenn wir Video machen, können wir über den einen USB-Ausgang quasi direkt das Tonsignal mit zum Videosignal geben. Das sind also so technische Features, die uns den Alltag wesentlich vereinfachen. Und da war das gar keine Diskussion zu sagen, hier der alte, das Vorgängermodell raus, das neue rein. Wir haben ein iPad hier hängen, mit dem wir Zoom-Calls realisieren können. Da ist zum Beispiel ein Kunde, wo die Marketingabteilung zuguckt oder beziehungsweise zuhört in den Produktionen. Also sprich, du hast deine Gäste hier oder deine Talker hier im Fahrzeug. Genau. Und der Moderator hat den Kopfhörer Zoom, auf, kann ja hier über die Vorhörfunktion hören. Ja, und dann legen wir den einen Kanal, den Zoom-Kanal, legen wir gemutet auf den USB-Kanal. So, und dann kann die Marketingabteilung dem direkt auf dem Ohr sagen, hakt doch da nochmal ein bisschen nach. Und so. Genau, cool. Richtig. Ja, genau. Ja. Nee, was ich einfach toll finde, easy using anscheinend, oder? Also ja, das ist der große USP auch an dem Fahrzeug. Wir können da irgendwo mit hinfahren. Das ist alles vorangeschlossen und vorkonfiguriert. Wir sind innerhalb von 2 Minuten aufnahmebereit. Mhm. Das heißt, du musst dir kein Zimmer suchen, kein Konfi suchen. Du kannst den Gast abholen. Aufgrund des Elektrofahrzeuges sind wir in der Situation, durch Städte zu fahren, zu cruisen. Du hast keine Außengeräusche, schwebst durch die Stadt und kannst deinen Podcast aufnehmen. Ja, und vor allem komplett autark. Also sprich, richtig, genau. Du brauchst nicht zwingend einen Stromanschluss, sondern kannst sofort loslegen auch unterwegs. Ja. Ja. Cool. Ja. Super. Also danke nochmal, dass wir da. Ja, wir danken euch, dass wir mitfahren dürfen. Ja. Und es ist toll, wir haben bisher tolle Leute kennengelernt. Mit euch macht das sehr viel Spaß und es ist. Das finde ich auch. Ein tolles Ambiente, wo man hier einfach dann auch nochmal zeigen kann, Usability, wie richte ich mir ein Studio ein? Ne? Das muss ja nicht unbedingt hier im Fahrzeug sein. Das ist dann nochmal eine andere Haptik, als wenn du jetzt das Gerät irgendwo am Tisch stehen hast. So können die Leute halt hier auch gucken, wie wirkt sowas, wenn ich das halt dann auch als Studio eingerichtet habe. Okay. Ja, super, echt. Dankeschön.